Facebook. So, jetzt auch auf Facebook. Hallo. Also nicht wundern, ich habe immer zwei Handys. Falls ich euch gerade mal nicht in die Augen schaue, schaue ich den anderen in die Augen. Geht's euch soweit gut? Ja, auf Wunsch eines einzelnen Herren, dem lieben Sven, gibt es jetzt schon direkt den ersten Livestream von mir in 2021. Ich hoffe, er ist auch schon da. Und ja, ich nenne es ja auch immer betreutes Trinken. Also ich hoffe, ihr habt auch was da. Heute gibt es bei mir mal Silvesterreste Gin Tonic. Prüsserchen. Ja, seht ihr schon, Adriane ist schon ganz eingerostet am DJ-Pult. Das war ein bisschen spät. Aber er ist wieder da. Juhu, Adrian. An den Special Effects. Was ist los? The program takes long. Ja, alles neu im neuen Jahr. So, was schreibt ihr denn Schönes? Bevor, ich warte ja noch ein bisschen, bis es voller wird. Schöner Rasen. Ja, neidisch? Ja, ich guck mal. Also bisher, also mir ist der Rasen jetzt ausgegangen. Also das ist eher so eine Hecke, eine Buchsbaumhecke. Genau, ich habe erstmal nur ein Paket bestellt, weil es hätte ja auch schlecht sein können. Aber ich bin zufrieden und bald wird die ganze Wand noch weitergemacht. Ist schon bestellt. So, hallo schon, ihr Lieben. Ah, Sven ist da, also kann ich anfangen. Ja, nur für dich hier Livestream. Nein, Quatsch, natürlich haben auch noch ein paar andere gefragt. Aber Sven hat sogar also ganz urgent gesagt, er braucht ganz dringend den Livestream. Und deswegen gibt es jetzt für Sven, der zu jedem meiner Konzerte kommt, immer da ist, einer der Supporter der ersten Stunde, also ich glaube, er war sogar bei meinem allerersten Auftritt auf der Reeperbahn dabei, gibt es jetzt den Song, den Lauren the Tallboys extra für ihn einstudiert hat auf Wunsch, den gibt es jetzt zur Feier des Tages. Lieber Sven, für dich. By your senses, you found to love me. You have to climb some fences, scratching and crawling along the floor to touch you. And just when it feels right, you found someone to hold. Does she like I do? Baby, tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you, attract and captivate you? Tell me, does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Oh, tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she know how to shock you, electrify and rock you, to see and check you, seduce you and affect you, baby, like the way I do, like the way I do. Can I survive all the implications, even if I try? You be less than an addiction, and don't you think I know? Oh, there's so many others. Would back, steal, and lie, fight, kill, and die just to hold you. Does she like I do? Baby, tell me, does she captivate you, baby, 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 baby. Does she miss you, existing just to kiss you like the way I do? Tell me, does she want you, infatuate and haunt you? Does she notice how to shock you, electrify and rock you, to see and check you, to
you and affect you. Applaus. Dankeschön, Adrian. Applaus für Adrian, mein DJ, der das hier einspielt. Der ist quasi stellvertretend für euch da. Der macht die Special Effects. So, ich habe schon mal gerade gelesen. Ich versuche ja immer gleichzeitig zu lesen und zu singen. Das ist immer so ein bisschen Brainfuck. Aber ich habe gerade schon gelesen, ob man sich Lieder wünschen kann. Also ihr könnt euch natürlich gerne Lieder wünschen. Die Frage ist halt, ob ich sie kann. Also das kann ich nicht versprechen. Wünschen könnt ihr sie euch. Ob sie in Erfüllung gehen, sehen wir dann. Aber es hat ja schon ein paar Mal geklappt. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Oh, danke, Quinn. Ach ja, Svenny, der war für dich. Oh, hola, Amparo. Meine spanische Familie ist auch da. Oh, Sven sagt, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir brauchen es. Ja, ich brauche es auch. Ich gehe auch langsam ein. Seid ihr auch dauernd so müde? Also ich komme morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Ich könnte irgendwie den ganzen Tag weiter schlafen. Deswegen hatte ich vorhin auch die Augenpads drauf. Es hat ein bisschen gewirkt. Ah, Brauhaus Aida. Ja, ja, ja. Die guten alten Zeiten. Mal gucken, wann wir wieder fahren dürfen. Oh, Bed of Roses, das überlasse ich lieber Matthias. Den habe ich echt tatsächlich noch nie gesungen. Ja, Tracy Chapman kann ich. Rolling in the Deep. Ja, Rolling in the Deep. Schau mal, weil ich ihren anderen Wunsch nicht erfülle. Rolling in the Deep können wir spontan machen. So, ich muss auch einmal hier auf Facebook kurz checken. So, okay, scheint alles in Ordnung zu sein. Dann machen wir mal Rolling in the Deep. Ja, Tracy Chapman, das ist immer so viel Text. Oh Gott, den hätte ich üben müssen. Nächstes Mal, be fresh, sporty. So. Den können wir auch ohne üben. Ich glaube, Rolling in the Deep hat jede Sängerin schon eine Milliarde Mal gesungen.
Aber wenn ihr euch den wünscht, oder jedenfalls eine Person sich den wünscht, dann kriegt ihr den. Ist denn eigentlich die da, die sich Hailstorm gewünscht hat? Also gib mir mal ein Zeichen, wenn du da bist. Dann mache ich natürlich auch den Hailstorm-Song, habe ich natürlich versprochen. Und es hat sich auch jemand Guano Apes gewünscht. Habe ich auch da. Ihr müsst nur sagen, ob ihr auch wirklich da seid. Ah ja, doch, hier. Geil, genau, du warst das. Ja, dann machen wir danach Open Your Eyes. Sehr gut. Ach ja, hier, kleine Lau, genau. Ihr seid alle brav da. Okay, ich habe eure Songwünsche am Start. Jetzt machen wir erstmal Rolling in the Deep und dann kommen eure schon vorher per Privatnachricht gewünschten Songs. Das könnt ihr nämlich immer gerne machen, weil dann kann ich mich auch darauf vorbereiten. Aber jetzt ganz spontan. There's a fire starting in my heart, reaching our fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Jetzt habe ich hier was losgetreten und ganz, ganz viele Lieder
wurden sich gewünscht. Oh mein Gott, Leute, schreibt mir die als Privatnachricht und vielleicht lerne ich dann welche für den nächsten Livestream. Jetzt kommen erstmal, obwohl hier, I Love Rock'n'Roll können wir auf jeden Fall machen, den kann ich. So, also jetzt, wie versprochen, weil zwei Personen haben ja brav vor dem Livestream Nachrichten geschrieben mit Wünschen und dann kann ich mich natürlich auch super vorbereiten. Und deswegen gibt es jetzt Open Your Eyes von den Guano Apes für den lieben Guy. Oh. Hide your face forever, dream and search forever. For sale, when you didn't get smart, all selfish and mindless, with the coming in your eyes, you think that you are, when you're hotter than the others, many acts in cold, if you're not in charge, don't split your mentality, without thinking twice, your wife's got no reason, now it's time to face your lies, oh. Das hat gerockt, oder? Krasser Song. Danke für den Wunsch. So, ich habe gerade gelesen, während ich gesungen habe, ich versuche es ja immer mit einem Auge, ob ich morgen noch eine Stimme habe. Ja, das geht natürlich mit der richtigen Technik. Aber ich sag mal so, Übung macht den Meister. Ich erinnere mich noch dran, wie ich mit 16 diesen Song in meiner ersten Rockband gesungen habe. Und da war das immer so bei der Bandprobe, wir können Guano Apes vielleicht zweimal machen, danach bin ich heißer. Damals hatte ich die Technik noch nicht, aber jetzt mache ich sowas 3 Stunden durchgängig. Wenn dann mal wieder Konzerte stattfinden, dann könnt ihr mich und meine Band Lauren the Täuber ist natürlich besuchen auf dem Hamburger Kiez. Und da könnt ihr nämlich sehen, dass ein Auftritt bei uns 4 Stunden geht, mit 2 Pausen natürlich zwischendurch. Also aktiv singe ich da 3 Stunden durch in einem Raucherclub und bin nicht heißer.
Also übt fleißig an eurer Technik, wenn ihr auch singt. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Musikwunsch. Und zwar ist es so ein 80s-Hit eigentlich von Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Und Hailstorm, eine sehr geniale Rockband, hat den gecovert in einer rockigeren Version. Und das gibt's jetzt für euch auf die Ohren. It was a rainy night when it came into sight. Standing by the road with no umbrella, no coat. So I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile, so we drove for a while. I didn't ask him his name, this lonely boy in the rain. Fanny, tell me it's right, is this love at first sight? Please don't make it wrong. A place I knew well. We made magic that night. Oh, he did everything right. He brought the woman out of bed so many times, easily. And in the morning when he woke, oh, make a love to you. Why not a love?
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ah, Fleur ist auch da. Hallo Fleur, die Fleur. Dankeschön, ihr Lieben. Das freut mich, dass es euch so gefällt. Wahrscheinlich kennen die meisten den Song gar nicht. Aber krasser Text auf jeden Fall, oder? Habt ihr zugehört und aufgepasst? Also da war eine, die hat einen Fremden verführt. Und dann hatten die so einen One-Night-Stand. Und eigentlich war der Plan dahinter, dass sie schwanger wird, weil ihr Freund oder ihr Mann unfruchtbar ist. Also heftige Message in dem Song auf jeden Fall. Also vielen Dank für eure Wünsche. So, was habt ihr denn alles geschrieben? Ja, sehr gerne, Lau. und sie hofft, sie kann mich irgendwann mal live sehen. Ja, das wird passieren, früher oder später. Also vielleicht ja sogar noch dieses Jahr, wenn nicht, dann hoffentlich nächstes Jahr. Ich kann es auch kaum erwarten, dass es wieder losgeht und der Applaus nicht eingespielt werden muss. Und ich nicht in Handys schauen muss und Kommentare lese, sondern ihr mir das einfach zurufen könnt. Ne? Stellt euch das mal vor, wie schön das wird. Also, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr müsst einfach eure Liedwünsche nochmal schreiben. Ich muss sonst unendlich hochscrollen. Aber an dieser Stelle wäre es einmal ganz schön, wenn ihr meine Spendenlinks beachtet. Genau, weil ich lebe von der Musik, ich bin hauptberuflich und ja, mein einziger Beruf, Musikerin. Okay, ich mache auch freie Traureden natürlich, aber auch das findet gerade nicht statt. Deswegen freue ich mich, wenn meine Konzerte hier auf Instagram und Facebook wertgeschätzt werden mit einer kleinen Spende. Das kann auch wirklich 1 Euro sein, 50 Cent, so viel wie ihr geben wollt. Also ihr müsst euch da nicht blöd vorkommen, wenn ihr halt nur ein paar Cent schickt. Ich freue mich wirklich, wenn jeder von euch, der einschaltet, 1 Euro schickt oder 50 Cent, dann komme ich schon über die Runden und überstehe hier die Corona-Krise. Also danke euch. Auch für alle, die letzten Male gespendet haben, wirklich. Vielen, vielen Dank. So. Was Fränkisch bitte? Einen fränkischen Song. Allmächt, nee. Ich weiß gar nicht. Gott, so Mundart, ja, gibt's bestimmt, aber da kenne ich mich echt nicht so aus. Ich dachte, ich zeige euch mal wieder einen eigenen Song von mir. Und zwar Drown. Der war tatsächlich da drüber, als ich aus meiner Musical-Ausbildung rausgeflogen bin. Da habe ich mal so ein bisschen meine Aggressionen ausgelassen. Also als Tipp für alle, die auch Songs schreiben wollen, irgendwann am besten immer in den emotionalen Momenten die Gedanken festhalten, vielleicht aufschreiben und dann kommen da die besten Songs raus. Also, Drown für euch, ein eigener Song von mir. Original Song. Eingespielt natürlich von meiner Band Hong Kong 5. Look up while I'm talking to you. God won't hear prayers. He hasn't got a hotline for fools. What's your problem, dear? Why can't you do what we want you to? Well, then you'll have to feel being nobody. I just knew. Treat everybody like we are a clown. Drown, yes, you will go down. Drown, cause there's nobody around who loves you. Nobody needs you. No, nobody wants you. Cause you're so cool. Get out of my sight and pack your stuff. There are others
Thank you very much. Wir sind hier so international, ich muss mir irgendwie angewöhnen, so mehrsprachig zu sprechen. Das ist echt immer anstrengend, auch in den Stories. Mal mache ich es, mal wieder nicht. Also sorry for all international fans out there. Ihr müsst einfach irgendwie alles übersetzen lassen. So, ich war jetzt kurz mal richtig abgelenkt, weil ich hier die ganze Zeit gelesen habe, dass der Stream irgendwie hängt, aber es lag wohl nicht an mir, sondern an dem Internet von einer Zuschauerin hier auf Instagram. Aber boah, das ist echt immer, also wenn ich dann mal kurz irgendwie einen Text falsch mache, na gut, bei eigenen Songs merkt ihr es gar nicht, aber das ist echt anstrengend, gleichzeitig singen und lesen. Ja, ja, Multitasking-Training. So, Prösterchen, Adrian. Wir brauchen den Klong. Prost, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Wochenende. Wuhu. Ich meine, ich weiß sowieso immer nicht, welcher Wochentag ist. Also das hier heute war so ziemlich mein einziger Termin, traurigerweise. Aber ich wurde gebucht für ein Gartenkonzert. Juhu, es gibt Hoffnung. Also im Februar darf ich auf einem 80. Geburtstag im Garten auf Abstand singen. Das sind so meine Highlights derzeit, wenn man trotz diesen komischen Zeiten Auftritte bekommt. Also schreibt mich jederzeit an, wenn ihr auch irgendwie ein Geburtstagskind habt. Ich mache auch Videobotschaften, die könnt ihr dann einfach versenden. Also da spreche ich erst ein bisschen und dann singe ich ein Lied eurer Wahl. Das ist immer eine schöne Überraschung. Oder eben ein Haustürkonzert, wenn es halt in und um Hamburg ist oder im Garten. Also es ist ja trotzdem ein bisschen was möglich. So, jetzt wird schon gefragt, was kostet ein Konzert? Das kann ich ganz schwer so pauschal sagen. Also am besten schreibt ihr mir eine Nachricht, weil es kommt immer darauf an, wo das ist, wie lange das ist und so weiter. Aber da werden wir uns auf jeden Fall einig. So, die Merle wünscht sich jetzt schon zum dritten oder vierten Mal, ich weiß nicht, dreimal habe ich es, glaube ich, gelesen, I love Rock'n'Roll und deswegen bekommt sie das natürlich. Klassiker, den ich natürlich gerne für euch singe. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was going strong, play my favorite song. I could tell it wouldn't belong till he was with me. Oh dear! I could tell it wouldn't belong till he was with me. Sing it, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. Come and take your time and dance with me. Wow!
cause it's all the same. Except can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me. Next we're moving on. He was with me. Take your time and dance with me. I love rock and roll. So put another dime in a toolbox, baby. I love rock and roll. So come and take your time and dance with me. So put another dime in a toolbox, baby. So go take your time and dance with me. Woo! So come and take your time and dance. Ist auch da, meine Aida-Papa. Schön, dass du da bist. Chris, Hallöchen. Irgendwie ist hier Facebook so hinten, hinter dem anderen Handy, hinter euch. Ich kann da gar nicht so gut. Also hier schüttel dein Haar für uns. Ja, Fleur, heute Bad Hair Day, lieber nicht. Aber schön, wenn ihr das zu Hause macht. So. Hoch die Hände, Wochenende. Ja. Ach, ihr seid so lieb. Schön, dass ihr da seid. Und ich habe schon gelesen, die ersten Spenden sind eingegangen. Vielen, vielen Dank. Wirklich, das ist schön, dass es noch gewertschätzt wird, die Kunst und die Musik. Und ja, deswegen mache ich das für euch hier, um den Lockdown zu versüßen. Und wenn ihr dafür mir ein bisschen was zurückgibt, dann freue ich mich sehr. Und natürlich, wenn ich jetzt hier schon lese, dass Geburtstage geplant sind und so weiter, also alles, wenn wir das Corona-konform umsetzen, bin ich bei allem dabei. Schreibt mir einfach eine Nachricht, Privatnachricht oder eine E-Mail an kontakt@lorenasmusik.de und dann können wir das alles besprechen und ausmachen. So, gibt es denn hier noch Liedwünsche? Ach, kannst du was Spanisches singen? Adrian, kann ich was Spanisches singen? Das ist die Antwort von Adrian. So, lass es lieber. Ja, aber das ist nicht mal Spanisch. Das ist Fantasiesprache. Also mein Freund ist Spanier und irgendwie ist Ase de He ist sein Lieblingslied, aber es ist nicht mal Spanisch. Was? Ist es nicht dein Lieblingslied? Doch, auf einer Hochzeit hat er sich das sogar gewünscht vom DJ, der es zum Glück nicht gespielt hat. Sonst wären wir wahrscheinlich rausgeschmissen worden. Wer ist Adrian? Ja, Adrian ist mein Freund, mit dem ich hier zusammen wohne. Genau, der verrückte Mann an dem DJ-Pult, der eure Special Effects einspielt. Schauen wir mal, ob es noch kann. Hier einmal Prösterchen. Ich hoffe, ihr habt was zu trinken am Start. Ja. Kannst du zufällig Song 3? Ich kenne nur Song 2 von Blur. Der Flo Rizzi war ja auch vorhin da. Der ist wahrscheinlich schon abgehauen. Aber der hat ja Song 2 gesungen. Too Late wird sich gewünscht. Oh, von meiner Fanpage. Oh, Nora, danke schön. Ja, ich freue mich natürlich immer, wenn sich meine eigenen Songs gewünscht werden. Und der wird natürlich direkt erfüllt.
Also noch ein eigener Original Song von mir und meiner Band Hong Kong Five. Das war Too Late von Hong Kong Five. Könnt ihr auf Spotify und Co. streamen. Einfach mal suchen. Drei Wörter Hong Kong Five. Und da ist unsere Single Closer. Und da sind noch zwei andere Songs wie Too Late und Skin and Bones online. Und bald kommt natürlich auch neue Musik. Also am besten direkt folgen Hong Kong Five. Dann verpasst ihr nichts. Oh, vielen Dank. Oh, hey, Luan. Greetings to Brazil. Ja, ich habe jetzt nämlich auch schon in Brasilien-Fans, also zwei Brasilianer haben mich schon angeschrieben. Glaubt, da müssen wir nach Corona mal hinfliegen, Konzert geben.
So, ich guck mal nach. Oh, danke, Ken. Mit Abstand einer der besten Jugendtalente. Danke, danke. Oh, jetzt wird sich nochmal Week gewünscht. Boah, habe ich halt irgendwie gefühlt jeden Livestream jetzt gesungen. Soll ja auch nicht langweilig werden, ne? Also vielen, vielen Dank. Boah, hier kommen ganz viele Wünsche, die ich leider nicht kann. Oh, sorry. Ah, Stone Sour ist das. Song 3, okay. Nee, Stone Sour, ich kenne nur diesen bekanntesten von denen, aber ja, so spontan kann ich den jetzt auch nicht singen. Okay. Ja, Svenny, es ist ja dein Livestream, ne? Gibt es irgendwelche Wünsche von dir, was ich kann? Oh, hier will, jemand will schon, Adrian, du hast schon Fans. Es wird schon gefragt, ob du Insta hast. Nein, er hat kein Instagram. Könnt ihr ihn leider nicht stalken und folgen. Das ist seine Antwort. So. Okay, Sweet Child of Mine. Ja, Leute, das geht immer. So, ich guck mal noch ganz kurz bei Facebook. In der Zwischenzeit könnt ihr mir gerne noch ein Euro schicken per PayPal oder betterplace.me. Danke euch. So. Okay, da ist einfach, da sind einfach alle happy und klatschen einfach auf Facebook. Das ist schön. Ihr seid ganz anspruchslos und genießt einfach das Konzert. Ach hier, Ola Adrian wird schon geschrieben. Oh Sven, Torn ist ein super Wunsch. Muss ich nur üben. Vielleicht next Mal. Aber ist ein sehr schöner Song. So, aber es wurde jetzt auf jeden Fall Sweet Child gewünscht. Den können wir gerne machen. So. Euer Wunsch sei mir Befehl. So. Aber das ist nicht, ich habe so eine spezielle Version. Ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Ah, nee, die 5,55-Version will ich jetzt nämlich nicht machen. Okay. Weil das ist ja mehr Solo als Gesang sonst. He's got a smile that it seems to me reminds me of time.
Danke euch. Ach, Svenny, jetzt wird er ganz sentimental. Ich drück dich ganz fest. Okay, und er wünscht sich Bitch von Meredith Brooks. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, thank you so much. Muchas gracias. Danke euch. So. Dann machen wir dann Bitch, ne, würde ich sagen. Du findest also, ich bin eine Bitch, Sven? Ja. Good to me, I know, but I can't change. Try to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, must have been relieved to see the softer side. I can't understand how you'd be so confused. Oh, I don't envy you. I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know you wouldn't want it any other way. So take me as I am, this may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured, when I will start to make a nurse, and I'm going to extreme. Tomorrow I will change, and today won't be the same. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream. I'm nothing in between, you know. Nicht gehört haben, ja, dann habt ihr was falsch gemacht. Vielen, vielen Dank. Thank you. Muchas gracias. Obrigado.
Ja, es ist schon 21 Uhr, eine Stunde schon rum. Ich würde mal sagen, wir kommen dann langsam so, kommen dann langsam mal so zum Ende, ne? Ah, Svens Mama wünscht sich den Türsong. Ah, der von Muttertag. Oh Gott, ich habe doch da zwei gesungen, ne? Das war schon Tina Turner, ne? Oder der erste? Oder was habe ich denn nochmal gesungen? Sven, das ist schon so lange her. Also, also hier, Markus schreibt, du brauchst eindeutig eine Theke im Wohnzimmer. Ah, ja, stimmt. Also wir sind hier gerade gar nicht im Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier noch, wir sind umgezogen. Ich habe endlich ein Zimmer für die Musik. Aber tatsächlich, im Wohnzimmer eine Theke, finde ich eine gute Idee. Danke, Markus, für die Inspiration. So, Sven, sag mal, war das, meint sie Tina Turner? The Best? Ich brauche kurz eine Antwort. Ah, so. Was schreibt ihr denn hier auf Instagram? Ja, okay, Tina, okay. So. Ja, ich würde mal sagen, das ist der perfekte Abschlusssong. Ne? Würde ich mal sagen. Ja, Sarah, ihr wünscht euch was von Deep Purple. Ja, habe ich jetzt gerade nichts vorbereitet. Sorry. Müsst ihr mir vorher schreiben. So, aber The Best kriegen wir hin. Und das ist doch eigentlich ein ganz guter Abschlusssong. Also sagen wir jetzt mal, das ist der letzte Song. Außer ganz viele wehren sich und ganz viele schicken vielleicht doch noch einen Euro per PayPal oder betterplace.me. So. Dann für Svens Mama und alle Mütter. Meine Mama ist nämlich auch da. Mama, ganz liebe Grüße. Ja, ich bin ja wieder in Hamburg. Ich bin im letzten Livestream war ich ja noch bei meiner Mama. Jetzt bin ich wieder in Hamburg, deswegen ganz liebe Grüße nach Käswasser, nach Hause, in die Heimat, nach Franken. So. Und wieso finde ich das jetzt nicht? Doch, hier. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wide and wilder. Of love, like you know what it means. Oh, and it can't be wrong. Take my heart and make it stronger, baby. You're simply the best. You're better than all the rest. You're better.
Dankeschön. Danke, danke, danke. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke fürs Einschalten. Danke für eure Liedwünsche, für den Support via PayPal und betterplace.me. Und ja, natürlich kann ich bei euch nicht Nein sagen und mach gerne noch eine Zugabe. Und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder, entweder online oder vielleicht dann auch wirklich mal in Reality. Ich würde euch ja auch gerne mal kennenlernen, die ganzen neuen Fans, die durch The Voice dazugekommen sind. Das ist immer so schade, weil ich gar keine Gesichter dazu habe. Das sind immer nur diese Instagram-Profile. Und ich hoffe, dass wir uns dann einfach bald mal bei einem Konzert sehen. So. Und es wurde sich ja jetzt schon mehrfach was gewünscht. Und ich muss jetzt noch mal einmal kurz prüfen, wer sich das alles gewünscht hat. So, warte mal ganz kurz. Ich hab's gleich. Ja, okay. Also es wurde sich nämlich von der Fleur gewünscht. Und hier auf Instagram habe ich das jetzt auch schon ein paar Mal im Auge gehabt. Und zwar Black Velvet. Damit schicke ich euch jetzt ins Traumland oder halt auf die Couch. Habt noch einen wundervollen, entspannten Abend. Schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ja, jetzt machen wir Black Velvet, würde ich sagen. Oh nein, Live-Video angehalten. Oh, jetzt. Das Internet war kurz mal weg. So, jetzt bin ich wieder zurück. So, für Fleur und ich weiß gar nicht, hat sich das Merle gewünscht? Auf jeden Fall für euch. Danke fürs Einschalten. Longing for black velvet in the little
Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Danke für eure Spenden über PayPal und betterplace.me und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Und danke für eure ganzen vielen lieben Kommentare und Nachrichten immer. Ich lese mir wirklich immer alles durch und also jetzt hier beim Stream geht es schlecht, aber sonst, was ihr mir schreibt auf Instagram und Facebook, ich freue mich wirklich über jede einzelne Nachricht und über jeden einzelnen Kommentar. Freue mich, dass wir irgendwie so auch in dieser Zeit noch ein bisschen connected bleiben, dass ihr mich hoffentlich nicht vergesst und wir uns dann bald wieder bei richtigen Konzerten sehen. Fühlt euch ganz fest gedrückt. Danke euch. Und ja, ich lade den Stream jetzt hoch. Also, wenn ihr ihn verpasst habt, kein Problem. Könnt ihr euch gleich anschauen. Tschüss.